Entspannt durch den Feierabendverkehr. Beim Genfer Autosalon zeigen Schweizer Entwickler, wie die Zukunft auf den Straßen einmal aussehen könnte. Beim Espresso einen Film schauen, im Internet surfen oder bei 120 Stundenkilometern ein Nickerchen machen. Das Konzeptauto auf Basis eines Tesla-Elektroboliden lässt die Herzen gestresster Autofahrer höher schlagen. Es ist immer der Fahrer, der entscheidet. Vielleicht will er eine schöne Gebirgsstraße selbst am Steuer genießen. Stundenlang auf der Autobahn geradeaus zu fahren, ist dagegen weniger spannend. Dann würde ich per Knopf den Autopilot einschalten. Der Internetriese Google hat es vorgemacht. Inzwischen tüfteln auch traditionelle Hersteller am völlig autonomen Auto. Das soll nicht nur mehr Komfort bringen, sondern auch mehr Sicherheit im Straßenverkehr. Für mich persönlich ist eine Maschine zuverlässiger als der Mensch. Eine Maschine hat keine schlechten Tage. Sie wird nicht krank und ist sozusagen immer konzentriert. Automatisches Fahren dürfte eher zu weniger Unfällen führen als zu mehr. Einfach den Fahrersitz umdrehen und aus dem Fahrgastraum wird ein Büro oder Heimkino. Damit könnte das Reisen mit dem Auto, etwa für Geschäftsleute, wieder eine Alternative sein zu Bahn oder Flugzeug. Experten zufolge könnten solche Reiseträume schon in einigen Jahren wahr werden.